Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du unter Windows 8.1 und Windows 8 mit dem eingebauten Virenscanner von Microsoft den Windows Defender auf deiner Festplatte oder USB-Laufwerken nach Viren suchst. Dazu gehe ich auf den Startbildschirm, suche nach Defender, starte den und schaue mal, ob es irgendwelche Aktualisierungen gibt. So lange, bis er keine mehr findet. Bis er keine mehr findet, merke ich daran, dass das Ganze relativ schnell geht und hier nicht installieren steht. So, jetzt sehe ich, dass die Virensignaturen heute vom 12.12.2013 sind. Ich gehe auf Startseite. Mit vollständig kann ich alle Festplatten im Rechner überprüfen. Oder ich gehe auf Benutzer definiert, sage jetzt prüfen und prüfe beispielsweise nur mein D-Laufwerk. Sag OK und lasse die Prüfung laufen. Abschließend sieht man hier, dass keine Viren gefunden wurden. Falls doch, kann ich sie gegebenenfalls bereinigen bzw. entfernen.